1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, wir sind da, ihr seid da. Schön. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitagnacht wie immer. Wenn ihr also gerne reden wollt, mit mir sprechen wollt, hier live in der Sendung, im Radio, im Fernsehen, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Natascha und Natascha ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Natascha. Was ist dein Thema? Um was geht's? Ja, ich bin jetzt erstmal ganz aufgeregt. Völlig normal. Kriegen wir hin. Ja. Um also was geht's denn? Ich habe eine Lymphkrankheit, nennt sich Lipödem. Eine Lymphkrankheit? Ja. Ja. Und man kann diese Krankheit operativ behandeln. Ja. Was ein enormer Kostenfaktor ist und die Krankenkasse bezahlt das nicht. Also das heißt, man muss das selbst finanzieren. Wie viel Geld geht es da? Um 25.000 Euro. 25.000 Euro. Ja. Stange Geld. Ja, und das ganze Problem ist daran, dass meine Eltern damit überhaupt nichts zu tun haben wollen und mich total hängen lassen. Ach so, ich verstehe. Die Krankenkassen zahlen das nicht. Genau. Es sollten eventuell die Eltern zahlen, aber nein, die tun es nicht. Die sollen nicht zahlen. Finanzieren, also kann ich das alleine. Ach so. Das Einzige, was ich halt möchte, die Bank, die braucht eine Sicherheit. Ja. Und das wäre in dem Fall ein Grundbucheintrag auf das Grundstück. Ah, verstehe. Also brauchst du indirekt die Eltern. Ja. Das heißt, also diese 25.000 Euro könntest du schon dann selbst irgendwie abzahlen oder genau. Wie auch immer. Genau. Die Eltern müssen nur sagen, okay, Eintrag ins Grundstück unseres Hauses und dann wäre es okay. Ja. Ehe wir das noch vertiefen, noch mal eine Frage zu der Krankheit. Was genau muss da operiert werden? Also das ist halt eine Fettverteilungsstörung. Das heißt, die Fettzellen im Körper speichern Wasser. Ja, das klingt nicht gut. Ja, das ist auch nicht gut. Das heißt, man hat halt Wassereinlagerungen überall da im Körper, wo praktisch Fettzellen sind. Arme, Beine, Bauch und Po. Das heißt, du siehst äußerlich auch sehr dick aus. Ja, ich meine, was heißt jetzt dick? Ich wiege heute zwischen 80 und 85 Kilo. Ja. Das mag vielleicht noch nicht so viel sein, aber wenn man bedenkt, dass ich in den letzten 3,5 Jahren 25 Kilo zugenommen habe durch diese Krankheit. Ja, dann vermisst man das. Was kann man denn da nun operativ machen? Wo operiert man da? Was? Also man operiert halt einfach diese Fettzellen raus, also sprich, es ist eine Fettabsaugung. Aber du kannst doch nicht den ganzen Körper operieren. Ja, überall da, wo die Zellen sind. Ach so, das geht. Ach so, das geht. Also das heißt am Bauch, an den Beinen, an den Armen, am Po. Ja. Ah ja. Und danach, ist das dann gut oder ist das nur eine vorübergehende Sache? Also es wird erst seit 1998 operiert, von daher hat man halt noch keine Langzeitstudien. Ich habe selber mit Patientinnen gesprochen, die das haben, die sich haben operieren lassen. Ich habe Fotos gesehen zur Genüge und... Und du findest es gut? Es sind wahnsinnig tolle Erfolge. Aber wir müssen festhalten, dass hier geht es jetzt nicht um einen schönheitschirurgischen Eingriff, sondern du hast eine wirklich ernsthafte Erkrankung und man kann so gegen diese Erkrankung vorgehen. Ja. Dennoch, die Frage nochmal, wenn das passieren würde, dann sieht man vielleicht erstmal ganz gut aus. Aber besteht denn die Gefahr, dass sich das dann wieder aufbaut oder bist du dann gesund sogar danach? Das weiß man halt nicht. Ach so. Weil es erst seit 1998 operiert wird. Und von daher kann man nicht sagen, was in 10 oder 15 Jahren ist. Was wäre denn, wenn du das nicht machen lässt? Besteht die Gefahr, dass du dann noch mehr zunimmst und dass das alles noch eskaliert? Ja, man sagt pro Jahr eine Gewichtszunahme zwischen 5 und 7 Kilo. Zu viel. Dann bleibt es nicht bei dieser Erkrankung Lipödem, sondern durch die Gewichtszunahme geht es natürlich ganz enorm auf die Knochen. Verstehe. Und all die ganzen Folgeerscheinungen, die dann damit zusammenhängen. Jetzt erzähl mir mal, was ist denn da bei den Eltern los? Du sagst, was machst du vom Beruf? Ich bin Heilerziehungspflegerin. Also hast einen ordentlichen Job und verdienst dann auch dein Geld, dein ordentliches Geld. Ja. Du könntest das alles in die Wege leiten und du brauchst nur die Hilfe von den Eltern, dass die sagen, okay, Grundbucheintrag, Hypothek und so weiter. Ja. Warum machen die das denn nicht? Das weiß ich nicht. Bist du das einzige Kind?
Nein, also ich habe noch einen Bruder und bei dem haben die vor 6 Jahren, da hatte er halt 2 Autounfälle, da haben die dem mit rausgeholfen, haben eine Hypothek aufs Haus aufgenommen, die mittlerweile schon wieder abbezahlt ist. Mhm. Und das war für ein Auto. Und hier geht es um meine Gesundheit. Ja, wie ist denn dein Verhältnis sonst und bisher zu deinen Eltern gewesen? Bisher war das immer super gut. Aber die müssen das doch begründen, warum die das nicht... Die würden da nicht ihr Haus verschulden. Wenn ich kein Geld habe, kann ich das halt einfach nicht machen. Kapieren die das denn, dass es da nicht nur um reine Schönheit und Ästhetik geht, sondern unter Umständen, dass da die Chance inne liegt, dass diese Krankheit geheilt wird? Die wollen es wahrscheinlich nicht verstehen. Ist das nicht unglaublich verletzend für dich als Tochter? Ja. Dass die eigenen Eltern da nicht zu dir stehen? Ja. Das glaube ich. Wohnst du sogar noch bei denen? Nein, ich wohne seit Jahren nicht mehr da. Mhm. Wie lange hast du eigentlich die Krankheit schon? Die habe ich jetzt seit 3,5 Jahren. Mhm. Also ich bin da wirklich sehr konsterniert, kann man sagen. Wenn man eigentlich ein gutes Verhältnis hat miteinander, Eltern, Kinder. Und das ist ja gar kein großes Risiko für sie, wenn du sagst, nee, dass überhaupt du das... Keins. Ja, es ist nur eine formale Sache. Ja. Hat das jetzt dazu geführt, dass dein Verhältnis, ja vermutlich schon, doch sehr auf Distanz gegangen ist zu den Eltern? Ja, auf Distanz sowieso erstmal und ich bin echt am Überlegen, ob ich da wirklich auch den Kontakt dann abbrechen werde. Wäre ich maßlos sauer, wenn meine Eltern mir so etwas verwehren würden? Ja. Wie sind deine Eltern denn... Enttäuscht. Ja, aber hallo. Wie sind deine Eltern denn sonst so finanziell gestellt? Sind die normal oder eher nicht so reich? Normal halt. Könnten die denn sogar... Frage ich mal, könnten die sogar sagen, wir bezahlen dir das vor, wir geben dir die 25.000 und du zahlst? Nein, das können die nicht. Das können sie nicht. Nein. Nur ja. Das verlange ich ja auch gar nicht. Nee, ich frage ja nur so. Ich will nur mal ermessen. Hätte ja sein können, dass die stinke reich sind und dass es einfach nur eine Sturheit ist, die dahinter steckt. Nein. Gibt es denn sonst im Verwandten, Freundeskreis niemanden, der Kohle hat, der dir da helfen kann? Keiner. Das heißt, du stehst da. Also ich meine, wenn meine Eltern mir nicht helfen, werden mir wahrscheinlich die Eltern von meinem Freund helfen. Nur es kann nicht sein, dass andere das machen, was man eigentlich von den Eltern erwartet. Ah, also da gibt es jemanden, die Schwiegereltern in Anführungszeichen, die würden es machen. Es ist mich natürlich auch nicht so leicht, dieses Angebot dann anzunehmen. Das heißt, die haben das Angebot schon gemacht? Ja. Das ist doch nett. Ja, sicher ist das. Das ist super nett. Natascha, und ich würde jetzt, wenn du einmal oder sogar mehrmals mit deinen Eltern darüber gesprochen hast... Wie viel Mal hast du darüber gesprochen? Also wir haben jetzt 2 Mal darüber gesprochen. So, das reicht ja aus. Also die Fakten sind völlig klar. Und die haben ein eindeutiges Nein gesagt. Ja. So, ne? Ich halte es nochmal fest. Dann würde ich jetzt keine Silbe mehr verlieren. Das ist doch eine Frage des Stolzes. Ja. Keine Silbe mehr. Und wenn das so nette Leute sind, deine Schwiegereltern, dann nimm die Hilfe ruhig an. Ich finde, dass man das auch tun kann. Da bricht man sich auch keinen ab. Ja, selbst eine Freundin hat mir das angeboten. Ja. Zu gucken, ob das bei ihrem Grundstück machbar ist. Ja, aber hechel nicht den Eltern hinterher. Ich finde das sehr gemein und sehr schlimm und ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig wirklich auch Folgen auf euer Verhältnis hat. Ja. Müsste es auch haben. Das wäre normal fast. Nimm die Hilfe von anderen in Anspruch und lass es machen, wenn deine Ärzte das auch für gut erachten. Es ist eine Chance für dich, vielleicht wieder ein normales Leben und ein gesundes Leben zu führen. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Veronique, das klingt aber schön. Französisch. Ich auch Französisch. 52 Jahre alt. Ja. Aber du bist keine Franzose. Ich bin halbe. Ah, dann kann ich leider kein Französisch, dann hätten wir ein bisschen angeben können. Ja, ja, ich rufe an als Reaktion auf diesen Verein der Totenlust. Ja. Das war letzten Freitag. Ja. Das muss ich mal kurz erklären. Da waren Frauen, da hat sich eine Frau gemeldet, die hat gesagt, ich weiß nicht, wie alt sie war, Anfang 40 erst, ne? Sie hatte viele Freundinnen und die haben den Verein der Totenlust, ne? Ja, irgend sowas, ja. Gegründet, weil sie einfach keinen Bock mehr auf dieses ganze Sexgequatsche haben, weil sie nicht sich unter Druck gesetzt lassen wollen, fühlen wollen von den Männern. Sie haben keinen Bock mehr auf Sex. Ja, genau. Und ich rufe also an, um zu sagen, dass es eben auch noch Frauen gibt, auch nicht so ganz junge, die ganz viel Lust haben. Wie zum Beispiel Veronique. Genau. Also ich habe eigentlich schon immer Lust, Also solange ich denken kann, also irgendwie auch als Kind. Mhm. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, dass ich mich auch selbst befriedigt habe. Wann hat es denn angefangen? Sag's mal. Unter 10 auf jeden Fall, aber wann weiß ich auch nicht so genau. Mhm.
vielleicht so zwischen 8 und 10 habe ich das irgendwann entdeckt. Weißt du noch wie? Ja, erstmal so Hand zwischen die Schenkel, ja. Und dann habe ich gemerkt, ach, da läuft irgendwas. Ja. Und ja, dann bin ich eben drauf gekommen und war eben ganz viele Jahre, so wie die andere Anruferin sagte, sehr ziemlich Klitoris fixiert. Ja. Weil das eben auch so gut klappte. Ja. Und so schön war und habe eigentlich auch meine Partner immer so da eingeweiht. Ja. Die ja am Anfang auch recht unerfahren waren und dann war ja damals auch das Problem mit der Verhütung. Ja. Ich habe also 3 Kinder und war oft schwanger, so dass ich meine Sexualität mehr so über Klitoris gelebt habe. Ja. Und erst mit 43 kam dann so das große Erwachen. Also natürlich haben wir Einsteckenliebe gemacht, nur musste immer irgendwie die Klitoris beteiligt sein, damit ich einen Orgasmus kriegte. Und dann kam das auch prima. So, mit 43 hast du eine neue sexuelle Entdeckung gemacht. Ja, und zwar habe ich dann einen Orgasmus bekommen beim Lecken übers Augenlid. Wie bitte? Wie, was, wo, wie? Beim Lecken über das Augenlid? Genau. Über dein Augenlid? Ja. Also wir reden über den Kopf. Ja. Über den Kopf, über die Augen. Ja, genau. Ja, das ist witzig, das war so Veronik. Aha-Erlebnis eigentlich. Moment, das ist ja ganz lustig. Man leckt an deinen Augen und du hast einen Orgasmus. Ja, das ist aber nicht so, dass man das wollen muss, sondern das ist einfach die Sache der Hingabe und des Vertrauens. Das ist ja spektakulär. Ja. Da beneiden wir dich alle um. Ja. Wer würde nicht gerne einen Orgasmus kriegen, wenn man an den Augen geleckt bekommt? Oder? Ja, ich will aber damit nicht sagen, wenn ich das jetzt haben will, leck mal da und dann geht das. So ist das nicht. Aber das heißt nicht, dass sich dein sexuelles Interesse gänzlich von unten nach oben verlagert hat. Nein, absolut nicht. Das ist nur, damit hat das nur angefangen, dass ich gemerkt habe. Eine Zusatzentdeckung. Genau, genau. Hast du denn im Laufe der letzten Jahre noch irgendeine Stelle an deinem Körper entdeckt, wo es funktioniert? Die Brustwarzen ganz doll. Okay, das ist ja schon ein klassisches, ne? Klassisches Problem. Aber dass man eben dann auch nicht an der Möse anfassen muss, Alter, das kann auch so passieren, ne? Solche Worte dürfen wir nicht sagen. Darf man nicht sagen? Naja, zu spät. Nein, aber das ist ja wirklich ganz irre. Ist das denn ein Orgasmus am Auge? Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele Leute sagen, sind die bescheuert, was die da reden? Also, aber empfindest es so. Ja, ist der Orgasmus am Auge vergleichbar mit dem Orgasmus, den man sonst kennt? Ja, natürlich. Das ist dann auch beteiligt, als wäre das verbunden. Aha, du hast also oben Orgasmus, wenn du oben hast und unten dann auch. Ja, genau. Ja. Ja, du bist ja ein jeckes Huhn. Ja. Das ist ja irre. Hast du einen Freund im Moment? Bist du verheiratet? Ja, ich bin wieder neu verheiratet, seit 3 Jahren. Hat aber dein Partner Späßchen, ne? Oder? Der weiß ja gar nicht, wo er hinlangen soll, ne? Oder damit du... Nee, das ist gar nicht so das Ding. Ich glaube, es ist das Gefühl, ich werde geliebt und deshalb geht's mir gut. Nun ist das ein Zufall, ne, dass du das rausgekriegt hast. Ja, absolut. Nun kann man das ja nicht verallgemeinern. Man kann ja nicht sagen, also Mädels, haltet die Augen auf und wach, da könnte auch was passieren. Das ist Zufall und bei jedem Menschen vielleicht anders. Ganz, ganz genau, ne? Vielleicht hat der eine auch einen Orgasmus, wenn man ihm am dicken Zeh leckt. Ja, vielleicht. Aber ich möchte nämlich nochmal sagen, bei mir hat es, glaube ich, damit zu tun, meine Einstellung zum Mann hat sich geändert. Das heißt, ich vertraue ihm, ich begehre ihn vollständig und seine Lust macht mir Lust. Ja, so muss es ja auch sein. Total. So und dann kann ich eben, sagen wir mal, mich so auflösen und total hingeben und verschmelzen. Wie oft kommt denn das Auge zum Einsatz? Eigentlich gar nicht mehr. Also das war nur so ich dachte, das gehört jetzt so zum Liebesspiel. Nein, gar nicht. Nee, das war so nur das... ich bin schon ganz euphorisch hier. Orgasmus am Auge. Ja, es kann aber jederzeit kommen. Das weiß man nicht, ne? Ja, also letztendlich steckt dahinter ja so die sehr richtige Überlegung oder die sehr richtige Information, dass wenn man sich sehr gehen lässt bei der Sexualität, dass der ganze Körper zu einer hochsensiblen Region wird. Ja. Der gesamte Körper. Und dass vielleicht man auch in ganz ungewöhnlichen Stellen sehr intensive Gefühle, sagen wir es mal so, erleben kann. Ja, es ist vielleicht so, wenn man vergleichen kann, so der Unterschied bei der Musik,
ob man eben so nach Noten ja. so spielt oder eben Jazz, ne? Ja, genau. Ja, das ist ein guter Vergleich. Genau. Ein guter Vergleich. Eben diese absolute Freude, wo auch kein Gedanke mehr existiert, was ja eben, wenn man jetzt stimuliert ja. und will und wartet auf einen Orgasmus, ist das ja vollständig anders. Ich könnte ja jetzt mal euch draußen im Lande fragen, die ihr zuschaut und zuhört. Jetzt haben wir von Veronique gehört, Orgasmus am Auge. Über welche Körperregion oder über welchen Körperteil, außer den klassischen Körperteilen, seid ihr denn imstande, auch einen Orgasmus zu erleben? Ruf doch mal an, 0800 220 5050. Veronique, danke für deinen Anruf und für die interessante Geschichte. Ja, noch schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Okay. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Post. Mal wieder ein bisschen Post. Sven, 23 Jahre aus Augsburg, schreibt, Hi Domian, ich glaube, dass es viel mehr Gewalt von Frauen gegen Männer gibt, als man so hinlänglich glaubt. Meine Ex hat mich auch oft geschlagen. Als sie mir dann mal in einem hysterischen Anfall einen Schraubenzieher in den Oberschenkel gerammt hat, war für mich das Maß voll. Ich habe mich getrennt. Auch Typen sollten sich sowas nicht gefallen lassen. Das ach so zarte Geschlecht kann so brutal sein. Dann Post von Sandro aus Knappendorf. Wo liegt das denn? Aus Knappendorf. Hallo Domian, zuerst mal ein dickes Lob an deine Show. Und nun zur Sache. Du hast vor ein paar Wochen ein paar Gespräche mit Hexen in deiner Sendung gehabt. Stimmt. Und du hast dich wieder mal, wie so oft bei dieser Thematik, skeptisch gezeigt. Ich finde, es ist Aberglaube, nicht an Aberglaube zu glauben. Na gut. Mich würde interessieren, wie mutig du bist und möchte dich herausfordern. Es gibt ein paar Sachen, von denen ich unglaublich Respekt habe. Zum Beispiel gehe ich nie unter einer Leiter durch. Und das Schlimmste für mich wäre, einen Regenschirm im Haus zu öffnen. Das bringt Unglück. Also, worauf ich hinaus will. Domian, beweise Deutschland, dass du an sowas nicht glaubst und öffne live im Fernsehen in deinem Studio einen Regenschirm. Ich wette, du traust dich nicht. Öffne live im Studio, im Haus, einen Regenschirm. Wollen wir doch mal gucken, ob wir zufällig einen Regenschirm hier liegen haben. Tatsächlich liegt hier ein Regenschirm. Ein kleiner Regenschirm. Ein kleiner, gar hässlicher Regenschirm. Na, wollen wir den mal öffnen, ne? Mal sehen, ob er zu öffnen geht. Juhu! Der Regenschirm ist offen. Und, ja, ich habe mich also getraut, lieber Sandro aus Knappendorf. Jetzt schreibt Christina aus Förde, schreibt Hallo und guten Morgen Domian. Ich verfolge mit sehr großem Interesse deine Sendung seit einiger Zeit. Das ist wirklich ein super Programm. Und weißt du, wer mich auf dich aufmerksam gemacht hat und ein großer Fan von dir ist? Meine 84-jährige Großmutter. Vor einiger Zeit erzählte sie mir immer, wenn sie nicht schlafen könne, würde sie Domian gucken. Und das sei immer sehr interessant und man könne eine Menge dazulernen. Ich kann ihr nur beipflichten. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück an die Christina. Und Post von Rolf, von wo auch immer. Der schreibt, lieber Domian, was hältst du von der Petition eines Saarländers an alle Länderregierungen, die Menschenaffen aus den Zoos zu entfernen, weil diese Sex in der Öffentlichkeit zeigen. Das ist kein Witz, das habe ich auch gehört oder gelesen vor kurzem. Ja, was halte ich davon? Ich finde das sehr gut, ich begrüße das und ich gehe aber noch viel weiter oder weiter und sage raus aus den Zoos, Freiheit für alle Menschenaffen, rein in die Innenstädte mit den Menschenaffen. So ihr Lieben, das war unsere Postecke. Jetzt wird der Schirm wieder geschlossen. Das erkläre ich den Radiozuschauern, Radiozuhörern. Die können das ja nicht sehen. Der Schirm kommt wieder dahin, wo er immer liegt, hier unten. Man weiß ja nie. Und es geht weiter mit Klaus. Und Klaus ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Klaus. Hi. Um was geht's bei dir? Ein kleines, großes Problem. Ja? Erzähl. Ich bin verheiratet. Mhm. Hab
5 Kinder. Mhm. War in den letzten Jahren nicht immer ganz treu. Wie lange bist du verheiratet? 10 Jahre. Ja. Und während dieser 10 Jahre, wie viele Jahre nicht treu? Na, 4, 5. Die letzten? Zwischendurch. Ah ja. Mhm. So, ja. Und hat meine Frau das Verhältnis mit meinem besten Freund angefangen. Mhm. Auch nicht schlecht. Nee, nicht schlecht. Nee. Wie hast du das erfahren? Ja, eigentlich hat sie es mir gesagt. Ja. Das heißt, ich habe sie mal getroffen, habe das Auto im Dorf gesehen und dann ist sie in die in seine Wohnung gegangen und Und du hast den Hinterhof angesprochen und hat es zugegeben. Ja. Wie lange läuft das schon? Das läuft laut ihrer Aussage seit 6 Wochen. Hat er auch schon was zu dir gesagt? Nee, mit ihm rede ich ja nicht. Warum soll ich da mit ihm reden? Nein, es hätte ja sein können, dass er von sich aus auch es hätte zugegeben. Aber du hast ihn während dieser 6 Wochen schon gesehen. Nicht wirklich, weil ich denke einfach, das ist eine Sache zwischen den beiden. Ja, es hätte ja sein können, dass ihr euch zufällig über den Weg lauft und ich wollte darauf hinaus, wie die Stimmung ist zwischen euch beiden Männern. Also ich gehe mal auf den Weg. Bitte, und ich hatte also auch, auch das Gespräch mit meiner Frau gesucht. Ja. Und dann war diese Woche rausgekommen, ja gut, sie versucht eine Lösung zu finden und wollte das Verhältnis ihm einschränken. Was heißt einschränken? Ein bisschen Verhältnis oder was? Ja. Ist sie verknallt in den oder ist es Sex? Weiß nicht. Warum fragst du nicht? Kann ich wirklich nicht sagen. Hast du denn im Moment auch irgendwas am Laufen? Nein. Nee. Immerhin hast du von deinen 10 Ehejahren, 4 bis 5 Jahre, bist du offline gegangen. Ja. Ist ja eine lange Zeit, ist ja die Hälfte. Gebe ich unumwunden zu. Ja. Waren das immer so Sexaffären? Ja. Ja. Immer mit einer Frau oder gab es verschiedene wahrscheinlich, ne? Ja. Verschiedene. Verschiedene. Ja. Da war keine Herzensgeschichte im Spiel, sondern das ging immer um puren Sex. Hat deine Frau das mitbekommen? Ja. Du sagst es zögerlich? Ja, naja, also ja. Ja. Klar. Mhm. Ne, und so, jetzt höre ich daraus, wie du das erzählst. Ich höre daraus, dass du auf der einen Seite natürlich sauer bist und gekränkt. Die Frau geht mit dem besten Freund in die Kiste, da ist man ja doppelt gekränkt. Man ist sauer auf die Frau, man ist sauer auf den besten Freund. Andererseits sitzt dir natürlich auch das schlechte Gewissen im Nacken und das sagt dir, hey du hast das auch schon fünf oder vier Jahre auch gemacht. Ja, das ist nicht das Problem. Sondern? Ich muss sagen, also das, was ich mache, muss ich ihr auch zugestehen. Ja, eben. Ne, also das ist nicht das Ding, aber ich denke... Was ist denn das Ding jetzt? Das Problem ist einfach, dass ich also diese Woche habe versucht, mit ihr zu reden. Mhm. Und sie mir also gesagt hat, sie beendet das. Ja. Und wir versuchen es zusammen. Dann haben wir gestern und heute den ganzen Tag kommuniziert. Telefon, SMS, gesprochen. Und dann sagte sie mir... Das heißt, warum wohnt ihr nicht in einer Wohnung? Ja, aber bin ich vielleicht berufstätig? Ja. Und sie ist bei 5 Kindern zu Hause? Verstehe. Dumme Frage. Ne, da kann ich ja... wie soll ich denn mit ihr reden? Oder wie soll ich denn... Ne, also arbeiten muss man... Wenn ich arbeite dann... Oder ich bin selbstständig. Ich bin Kurierfahrer. Also okay. Kann man... Okay, ist klar. Auf was habt ihr euch geeinigt? Oder wie habt ihr euch angenähert? Ja, sie hat mir gesagt... Also, das Ding ist eigentlich zu Ende. Es wäre nur noch eine lockere Freundschaft. Und lass es uns zusammen probieren. Also ihr beide wieder? Ja, genau. Mhm. Und wir hatten überhaupt keinen Kontakt. Dann wurde sie heute Abend in die Stadt. Moment, die hätten überhaupt keinen Kontakt? Nein, sie schränkt den Kontakt ein und sie hätte heute auch keinen Kontakt gehabt zu ihm oder so. Ja. Und das Ding ist,
dass wir ja auch 5 Kinder haben. Mhm. Und sie zu mir sagte, du, ich will mit meiner Freundin heute Abend weg und hast du was dagegen? Ich sage, nein, habe ich natürlich nicht. Geh und dann ist es auch in Ordnung. Hatte sie aber gefragt, ob sie nun mit meinem besten Freund irgendwie heute Kontakt hatte. Mhm. Dann sagte sie, ja, ganz lose 10 Minuten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist sie bei ihm gewesen oder ist sie heute Abend bei ihm? Ja. Ja. Mhm. Ja, und ist auch und das Problem ist auch, dass er heute bei uns in der Wohnung war, heute Mittag, an unserem Tisch Mittag gegessen hat. Mhm. Und die Kinder dabei waren und die Kinder mir das heute Abend erzählt haben. Mhm. Wobei er ja in der Familie bekannt ist als sein bester Natürlich. Freund. Die Kinder kennen ihn ja als guten Bekannten der Freund. Hundertprozentig, weil wir sind ja auch schon seit 5 Jahren befreundet. Wie ist denn, wenn sie sagt, das läuft erst 6 Wochen, wie ist es denn bei euch gelaufen bis vor 6 Wochen? Ziemlich tote Hose? Gestresst? Tote Hose. Mhm. Gestresst. Also die Ehe ist auch nicht mehr so im vollen Saft und in voller Kraft. Gar nicht. Mhm. Sodass dieses jetzt auch so ein Signal ist, irgendwie ihrerseits vielleicht auszubrechen oder auch zu unterstreichen, hier läuft was falsch zwischen uns beiden, zwischen Klaus. Ja, das hat sie, nein, das ist auch das Ding, das hat sie auch gesagt, das hat sie auch vorgestern gesagt. Sie sagt, ich habe sie auch gefragt, willst du dich trennen? Mhm. Nein, hat sie gesagt und das hat sie auch heute wieder gesagt. Mhm. Sagt man, ich will mich nicht trennen. Ich sage, ja, dann lass es uns beide probieren. So, jetzt habt ihr nun heute oder in den letzten Tagen erst, eigentlich heute, richtig darüber kommuniziert, ne, wie du gesagt hast gerade. Ja, seit vorgestern, ja. Seit vorgestern, ist ja noch nicht so lang. Billigen wir ihr vielleicht mal auch noch eine kleine Karenzzeit zu, dass sie sich daraus löst, dass das vielleicht nicht von heute auf morgen geht, dass sie mit ihm auch redet, das irgendwie klären muss. Ja, aber... So, das ist aber auch nicht so ganz wichtig. Ich finde viel wichtiger, wenn ihr beide sagt, und das hat sie gesagt und du sagst es auch, wir versuchen es nochmal. Ne? So hast du es gerade erzählt. Ja. Hast du den Eindruck, dass sie es wirklich will? Wenn ich das wüsste, hätte ich nicht angerufen. Mhm. Willst du es wirklich? Ja, natürlich. Mhm. Klaus, ich glaube, wenn man so eine lange Ehe hinter sich hat, ihr habt 5 Kinder, da ist so viel Alltag, da ist vielleicht auch sehr vieles passiert, was die Erotik, was die Sexualität, was die Spannung auch kaputt gemacht hat, die positive Spannung zwischen euch beiden. Ja. Ich bin immer der Meinung, in solchen Situationen, dass man sich da von außen Hilfe holen sollte. Und zwar in Form eines dritten Menschen. Mhm. In Form eines dritten Menschen, eines Eheberaters, eines Paarberaters. Das funktioniert aber nur, wenn beide es wirklich wollen. Wenn beide sagen, okay, wir haben hier eine verfahrene Situation. Eigentlich wollen wir uns noch, aber wir wissen jetzt irgendwie nicht mehr weiter. Wir gehen jetzt mal zu dem dahin, das ist dessen Job, der macht nichts anderes den ganzen Tag, und versuchen zu dritt zu reden. Ich finde, das ist immer eine gute Aktion, weil man nichts verlieren kann dabei. Ich kann sowieso nichts mehr verlieren. Ich meine, Mache ihr doch diesen Vorschlag. Daraus kannst du auch sehen, wie ernst die es meinen. Ich bin immer davon überzeugt, wenn ein Paar es wirklich ernst meint und will, dann tut es das. Ja, es tut mir so unheimlich weh. Ne? Ich hab viel Mist gemacht. Ne? Klar, aber weißt du, man könnte dann ja auch einen Strich runterziehen. Du hast ihr ja auch sehr weh getan schon. Du hast ihr verdammt weh getan. Dagegen, ist sie denn in all diesen Jahren dir treu geblieben? Ja. Ja, siehst du, dann ist das ja eigentlich ein Fliegenschiss, was sie jetzt gerade da macht, gegenüber dem, was du getan hast. Ne? Ja, aber sie ist nicht so sprunghaft. Ne? Ich meine, ich bin total sprunghaft dabei. Ne? Ja. Ich meine, das muss ich sehen. Also, aber die Frau ist dir treu gewesen, 9 Jahre lang. Und du nicht. Du warst dir vielleicht 4 Jahre richtig treu, wenn es hochkommt. Sodass die Konten sind, naja. Man soll es ja auch nicht aufrechnen. Vielleicht wäre es auch gut, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen einen Strich drunter. Unter das, was du getan hast und unter das, was ich getan habe. Wir gehen jetzt mal zu so einem Mann, zu so einer Frau. Und versuchen mal gemeinsam zu sehen, ob wir nochmal einen Anfang hinkriegen. Vielleicht hat so ein Gespräch aber auch die Folge, Klaus, dass ihr einseht, dass es nicht mehr funktioniert. Und das wäre ja auch das hätte ja auch einen Wert. Weil es besser ist. Harter Kurs, ne? Ja, weil es besser ist, so etwas auch relativ früh zu sehen, als dass man sich zerfleischt. Ihr habt 5 Kinder, ihr habt Verantwortung zu tragen. Ihr müsst, auch wenn ihr nicht mehr ein Ehepaar seid, müsst ihr ordentlich verbunden sein miteinander, wegen der Kinder. So. Und
All das ist nur zu gewährleisten, wenn man rechtzeitig und richtig und gut miteinander redet. Und das würde ich dir und euch wirklich empfehlen. Also im Beisein eines Beraters, eines Eheberaters. Ich würde dir gerne eine Anlaufadresse oder eine Telefonnummer geben von einer Stelle in deiner Umgebung. Ja. Dazu legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Ja. Ich wünsche alles Gute und toi toi toi. Okay, gut. Tschüss. Tschüss. Der Klaus war das. Und hier ist die Anja und die ist 44. Ja, hallo. Hallo Anja. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich bin froh, dass ich mal durchkomme. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Thema mal an dich herantreten muss. Ich komme auch direkt zum Punkt. Ich rufe an wegen einem nicht so tollen Thema, und zwar Kindesmissbrauch. Ich habe gestern erfahren, dass mein eigener Bruder, den ich also auch sehr liebe, zwei seiner drei Töchter wohl sexuell belästigt haben soll, wobei es also nicht bis zum ich will das jetzt gar nicht bagatellisieren. Wie alt sind die Kinder? Die älteste ist 14 und die kleinere ist 7. Wie hast du das erfahren? Das ist das der Kuriose. Mein Bruder ist zweimal verheiratet gewesen, dieses Mal zum zweiten Mal geschieden worden. Und ich habe es von seiner ersten Ex-Frau erfahren. Die rief mich gestern an, mit der ich auch immer noch Kontakt habe über die Laufe der Jahre. Und sie glaubte mich jetzt irgendwie darüber informieren zu müssen, dass da was läuft. Und mein Bruder wohl letzte Woche auch bei der Polizei vorgestellt wurde, beziehungsweise ihn sehen auch kurzfristig verhaftet hatten und alles drum und dran. Also es liegt eine Anzeige vor? Ja. Ja, die gestellt worden ist von der ersten Frau? Nein, das ist von der Schule gestellt worden. Und zwar die kleinere Tochter ist auffällig geworden in der Schule. Ja. Und die Schulpsychologin hat sich wohl auch schon mal mit ihr besprochen. Und die hat die Eltern, also mein Bruder und meine Schwägerin, also Ex-Schwägerin ist ja bezwurscht, zu sich hinbestellt und hat auch meinen Bruder mit der Aussage wohl konfrontiert, dass also die Merkmale auffällig wären. Meine Nichte hat also selber nichts gesagt. Aber die also typischen Verhaltensweisen seien wohl festgestellt worden. Und mein Bruder hat das auch abgestritten. Hat das vehement abgestritten? Ja. Und hat gesagt, das Kind hat nichts gesagt? Nein, das Kind hat nichts gesagt. Und es ist also alles irgendwie so merkwürdig ins Rollen gekommen. Also meine Schwägerin hat... Lass mich doch mal fragen, mir sind die Familienverhältnisse nicht ganz klar. Er ist zweimal verheiratet. Ja, und die erste Frau hat dich angerufen. Ja. Die beiden Kinder sind auch aus der ersten Ehe? Nein, er hat insgesamt 4 und die sind alle... Er hat 3 eigene mit der zweiten Frau und das vierte Kind, die älteste Tochter, ist ein Adoptivkind aus einer früheren Beziehung meiner Schwägerin. Aus der ersten Ehe stammen wie viele Kinder? Keine. Sonderbar, dass dann die erste Ehefrau dir das sagt. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Konstellation, weil die zweite Ehefrau, die hat meinen Bruder eigentlich seiner ersten Ehefrau ausgespannt. Könnte das ich sage jetzt mal ganz, ganz spontan, was mir gerade einfällt, könnte das so eine Racheaktion sein? Das ist natürlich auch, was mein Bruder jetzt so vermutet. Was sagt denn die jetzige Ehefrau, also deine jetzige Schwägerin, zu den Vorwürfen? Sie glaubt der ältesten Tochter, durch die das auch eigentlich ins Rollen gekommen ist. Und Moment, ins Rollen ist es doch gekommen, weil die Kleine auffällig war, die 7-Jährige. Ja, richtig. Aber das ist jetzt im Sommer, hat das Gespräch stattgefunden, aber da ist noch nichts, keine Anzeige und nichts, noch nichts erfolgt. Und die Schule hat da noch nichts unternommen. Und jetzt vor 3-4 Wochen hatte meine älteste Nichte wohl eine Auseinandersetzung mit meiner Schwägerin, also mit ihrer Mutter. Und bei der Gelegenheit, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, auf jeden Fall ist sie dann weggelaufen und ist zu ihrer Freundin, zur Nachbarsfreundin gelaufen und hat ihr dann auch erzählt, dass unter anderem sie eben so einen Stress mit der Mutter hätte, aber auch mit dem Vater, weil er sie eben auch belästigte und sie wüsste nicht mehr, was sie machen sollte. Und die Mutter der Freundin ist dann auch noch eine Lehrerin in der Schule und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Also weißt du, Anja, ich bin ja nur wirklich ein Prediger, dass man mit Argusaugen auf die Kinder gucken sollte und dass man jeder, der das macht, wirklich rechtlich so hart wie möglich angeht. Andererseits weiß ich natürlich auch, dass man einen Menschen damit kaputt machen kann mit seinem Vorwurf. Ja. Und so ein Vorwurf ist natürlich auch unter Umständen leicht in der Welt. Und man kann einen Menschen ruinieren mit diesem Vorwurf. Allerdings. Und auch ein 14-jähriges Mädchen, die vielleicht einen Stress mit der Mutter hatte, ich will ja nicht sagen, dass sie bewusst lügt, aber sie kann auch in einer Emotionalität drin sein. Sie war nun vertraut mit dem Thema schon
sie hat das mitbekommen, ne? Dass es die Vorwürfe gab, dass sie dann auch vielleicht, ohne das zu bedenken, was für eine Tragweite das hat, vielleicht auch einfach mal sowas sagt. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, aber ich mahne da wirklich zur äußersten Vorsicht. Es gibt ja genügend Fälle, wo Männer beschuldigt worden sind, wo es nicht wirklich nachweislich hinterher nicht stimmte. Mhm. Und eine Katastrophe zurückgeblieben ist um die Männer herum. Ja, das Schlimme ist, im Prinzip ist das jetzt auch schon wie so ein Spießrutenlauf, weil meine Schwägerin das also, gut, in ihrer eigenen Verwandtschaft ist ja eine Sache, die wohnen also in Amerika, das muss ich dazu sagen. Ach so. Und kannst du dir vorstellen, Amerika, Prüderie, und das ist noch eine ganz andere Sache dann da, was hier. Ach, die Familie, über die wir jetzt reden, lebt in Amerika? Ja, sind das aber heißt, Deutsche. Bitte? Sind aber alle Deutsche. Sind Deutsche. Und du kriegst das alles nur über Telefon mit? Ja. Das heißt, du kannst dir persönlich sogar keinen, seitdem die Vorwürfe in der Welt sind, warst du noch nicht dort wieder? Nee, ich habe es gestern erst erfahren. Mhm. Also bin also dementsprechend auch noch ziemlich durcheinander, weil ich eben nicht weiß, was ich glauben soll. Nur das Schlimme ist, ich kann es mir halt vorstellen, dass sowas passiert. Und das ist eigentlich auch meine Frage, ob sowas irgendwie genetisch irgendwie auch ein bisschen bedingt sein kann, weil zwei Brüder meiner Mutter, meine Nichten, aber meine Cousinen, also auch belästigt haben oder sogar missbraucht haben. Und das ist nachgewiesen? Ja. Mhm. Wird zwar totgeschwiegen, aber es ist nachgewiesen, ja. Und meine erste Schwägerin hat mir dann also gestern erzählt, es sei wohl mal während ihrer Ehe mit einer 13-jährigen Nachbarstochter auch, hätten wohl auch Übergriffe stattgefunden. Mhm. Wie weit die gegangen sind, das habe ich erstmal gar nicht nachgefragt, weil es ist so ein grauenvolles Thema für mich. Sie hat dann halt nur dem Mädchen nicht geglaubt und hat dann auch gedacht, naja gut, sie kam aus ein bisschen gestörten Verhältnissen und naja gut, in dem Alter und Pubertät und sowas alles. Und naja, inzwischen, ja, es war, also im Nachhinein hat sich wohl rausgestellt, dass es wohl doch wahr gewesen sein soll. Mhm. Aber wie gesagt, dem ist nicht nachgegangen worden, auch wieder mit einer Anzeige und sonst irgendwas. Das ist natürlich für dich jetzt eine sehr missliche Situation. Du bist tausende von Kilometern weg, da ist der eigene Bruder, da sind die Verwandtschaftskinder. Und wie eng ist denn deine Bindung zu deinem Bruder? Sehr eng. Sehr eng. Hast du mit ihm denn jetzt auch schon gesprochen? Ja, ich habe gestern auch direkt mit ihm gesprochen noch. Wie ist die Situation am Telefon, die Atmosphäre? Ja, also ich habe den Eindruck, dass er sich was schönredet. Also er ist natürlich auch aufgeregt, aber also wenn ich Dinge höre, ja, ich brauche mir nichts vorzuwerfen, ich habe nichts getan, was das Kind nicht wollte, und von den Rücken streicheln und naja, in Schlaf kuscheln und sowas alles. Und weißt du, es gibt ja mittlerweile manchmal so absurde Sachen, dass ein Vater nicht mal mit dem Kind in die Badewanne gehen kann oder sowas, wenn man gleich unterstellt, oh, sexueller Missbrauch, was natürlich bescheuert ist. Ja, ne? angeblich, und das hat mir die Kindsmutter, die leibliche Mutter mir gesagt, angeblich wirft man ihm vor, also er selber weiß gar nicht konkret, was man ihm vorwirft. Mhm. Er weiß nur, dass, also man hat ihm von der Polizei her wohl nur gesagt, dass er sich an den Kindern, ja, wie man halt im Englischen sagt, molest, also belästigt haben soll. Mhm. Und ja, also ansonsten soll er wohl, ja, halt, wie man halt im juristischen Deutsch sagt, an den Genitalien und an den Geschlechtsteil manipuliert haben, wie es so schön heißt. Mhm. Mhm. Ja. Gut, macht die Sache nicht unbedingt besser, aber... Nein. Ich finde deine Situation nur wirklich bedrückend. Ich sag's nochmal. Ja. Also man stochert da im Nebel, man weiß gar nicht genau, was da sind Vorwürfe, das sind schlimme Vorwürfe in der Welt. Das kann vielleicht sein, das kann aber auch nicht sein. Du bist so weit weg. Planst du einen Besuch in nächster Zeit? Nee, ich war gerade da gewesen und... aber so, ja, dann aber bevor die Vorwürfe in die Welt kamen. Ja, ist richtig. Ich habe, sagen wir mal so, ich habe kein besonders gutes Verhältnis zu meiner Schwägerin. Mhm. Und ich also mache auch sehr große Abstriche von dem, was sie immer erzählt. Mhm. Also immer schon. Also von daher, ich bin insofern hin und her gerissen, weil ich einmal das Thema Kindesmissbrauch in welcher Extensität auch immer oder Intensität also zutiefst verabscheut, das ist, weil es mir wirklich kalten Rücken rüberläuft. Mhm. Und wenn ich dann mal meinen eigenen Bruder damit in Verbindung bringe, dann, naja, gut. Auf der anderen Seite sehe ich ihn als Mensch und die Tat als eines, und ich habe ihm auch gestern gesagt, hör mal, ich bin da, und wenn was ist, ich bin da, aber wie gesagt, sag mir nur die Wahrheit, was ist. Das finde ich eigentlich eine gute Haltung, dass du sagst, hier, pass auf, ich bin deine Schwester, ich bin für dich da, aber sag mir wirklich die Wahrheit und verschließe dich nicht mir gegenüber völlig. Mhm. Das finde ich eine gute Haltung. Ich würde gerne mal die Meinung von meinem Psychologen dazu holen. Mhm. Das heißt, dass du, ich würde gerne, dass du mit ihm sprichst. Mhm. Weil ich da einfach meinem Bruder irgendwie auch insofern helfen möchte, weil
ja, ich möchte ihn irgendwie dazu bringen, dass er die Wahrheit sagt und dass ich ihm glauben kann. Ja. Also ich bin im Moment einfach, wie gesagt, völlig verunsichert. Was wäre denn, wenn es so wäre? Wie würdest du dich denn dann ihm gegenüber verhalten? Wenn er dir die Wahrheit sagt, also wie würdest du dich ihm gegenüber verhalten? Ich würde trotz allem, trotz aller Verurteilung und Verachtung dieser Tat zu ihm stehen, soweit ich ihm dieses emotional ihm irgendwie helfen kann. Wobei es eigentlich mehr aufs Finanzielle. Ich würde ihn nie verteidigen. Ich würde das nicht schönreden wollen und ich würde den Kontakt aufrechterhalten, aber sicherlich in einer anderen Form für eine Zeit lang als bisher. Das finde ich auch eine sehr respektable Einstellung. Ich weiß aber nicht, ob ich es aushalten kann. Ja, aber das sagst du ihm auch so. Ja. Das finde ich eine sehr gute Haltung. Bin gespannt, was mein Psychologe dazu sagt. Das Verfahren ist, du legst auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay. Und wünsche alles Gute und wir hoffen alle, dass es nicht stimmt. Ja, hoffe ich auch. Das kann man ja wohl so sagen. Okay, danke für deine Hilfe und weiterhin toll, toll, toll für die Sendung. Die ist wirklich super, schade nur, dass immer so spät kommt. Ja. Dankeschön, okay. Anja. Tschüss. Danke, tschüss. Dani, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Eine Frau. Richtig. Eine Frau. Um was geht's, Dani? Ja, es geht um das Thema Gerüche. Das habe ich im Internet gesehen. Das war wohl vor ein paar Wochen oder Monaten, weiß ich nicht, ja, auch schon mal Thema. Genauer gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, um das Thema Mundgeruch. Du sagst es mit so viel Schwere in der Stimme. Es geht um Gerüche. Ich finde das ein sehr peinliches Thema. Ich finde das auch sehr peinlich. Mhm. Um wen geht's denn bei dir? Um mich. Um dich? Mhm. Du hast also Mundgeruch? Ich glaube ja. Ich muss das jetzt mal ein bisschen... Das kann man doch selbst immer ganz, ganz leicht testen, indem man so macht. Also wenn ich diesen Test, den du da gerade so schön vorführst, mache, dann sage ich ja. Ja. Das Problem ist einfach, dass meine Umwelt das anscheinend nicht so stark empfindet wie ich selbst. Also das ist ja interessant. Ich habe natürlich schon einige Beziehungen hinter mir. Momentan habe ich keine Beziehung. Oder die trauen sich das nicht, dir zu sagen? Das habe ich dann auch immer vermutet. Ich habe es dann aber nach einer gewissen Zeit, wenn so eine Vertrautheit da war, schon auch angesprochen, dass das für mich ein ganz großes Thema ist, ein ganz großes Problem ist und habe sie einfach konkret gefragt, riechst du was? Aber woran liegt es denn, dass du so deiner Auffassung nach, und wenn du diesen Test machst, das auch selbst wahrnimmst, warum gehst du nicht zum Zahnarzt? Ach, das habe ich doch alles durch. Alles durch? Natürlich. Du pflegst die Zähne ordentlich? Natürlich. Ich war beim Zahnarzt, ich war beim Internisten, ich war beim HNO-Arzt, ich habe mir die Mandeln entfernen lassen, obwohl keine Indikation vorlag. Weil es da schon mal so Taschen da hinten gibt, wo es stinkt. Ja, genau. Also eine HNO-Ärztin sagte, lassen Sie sich die Mandeln rausnehmen, sind Sie das Problem los. Was ist mit der Zunge? Ja, auch das mache ich. Es gibt diese Zungenzahnbürste. Zungenschabe. Also Bürste und Schaber, da ist beides dran sogar. Wie und dennoch? Richtig, ja. Ich habe ständig einen schlechten Geschmack im Mund, was dazu führt, dass meine Handtaschen voll sind mit Kaugummis, Fishermans und allem Möglichen, was es da so gibt. Aber das muss doch seine Ursache irgendwie haben. Also wenn du beim Internisten warst, das kommt nicht vom Magen. Nein. In den seltensten Fällen übrigens kommt es vom Magen. Richtig. Man sagt das immer so, kommt vom Magen, aber es ist ganz selten so. So, Hals, Nase und Ohren, alles abgecheckt. Mhm. Mandeln sogar rausgenommen, das muss man sich auch vorstellen. Das ist ja nicht eine Kleinigkeit. Nee. Nur damit du keinen Mundgeruch hast, nimmst du dir die Mandeln raus. Eine Operation mit allen Schmerzen, mit allem drum und dran. Also ich Zahnarzt, hast du wirklich einen guten Zahnarzt? Ja, ich habe einen sehr guten alles Zahnarzt. Durchgecheckt. Ich habe alles durchgecheckt. Was sagt der denn? Er sagt, er selber nimmt auch bei der Behandlung nichts wahr. Naja, wo ich mir dann denke, okay, ich schrubbe mir eine halbe Stunde lang die Zähne und benutze alle möglichen Mundwässerchen, bevor ich in die Zahnarzt Dann geh doch mal zu dem Zahnarzt, wenn du für dich das Gefühl hast, wenn du diesen Test machst, es ist jetzt wieder soweit. Ja gut, das Gefühl habe ich auch, sage ich mal, 5 bis 10 Minuten, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe. Ne? Also so, jetzt ist ja interessant, dass du sagst, kaum jemand bemerkt das bei mir. Ja. Oder kann man sogar so sagen, keiner bemerkt es? Das würde ich nicht sagen. Es gab schon auch konkrete Fälle, wo ich angesprochen wurde. Also ich laufe damit seit 15, 16 Jahren rum mit dem Problem. Und wann hat man dich angesprochen das letzte Mal darauf? Das letzte Mal, das ist schon Jahre her. Das ist Jahre her, vor OP, wahrscheinlich vor der ganzen... Prozedur. Die du hinter dir hast? Ja. Kannst du einen kleinen Tick haben diesbezüglich? Ja, es könnte sein. Ne? Ich meine, hier treffen sich natürlich die beiden Richtigen. Ich bin ja auch so ein Hysteriker in Sachen Mundhygiene und Mundgeruch. Ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, dass man da so einen Fokus drauf hat,
dass man sich da vielleicht was einbildet, was gar nicht der Fall ist. Also ich habe mich natürlich ziemlich informiert über die ganze Sache. Es gibt die sogenannte Halitophobie. Mhm. Das kenne ich noch gar nicht mal. Was ist das? Ja, das ist also die Phobie, die Angst, Mundgeruch zu haben. Ach, das gibt es als Krankheitsbild? Das ist ein Krankheitsbild. Das ist ja interessant. Das habe ich ja nie gehört. Ja, das gibt es. Wie heißt das? Halli, was? Weil Halitose heißt das auf im Medizinischen. Ja. Und daher Halitophobie. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Kannte ich vorher auch nicht. Gibt's. Ja. Damit beschäftige ich mich natürlich auch. Und ich habe dann nach vielen Jahren, muss ich sagen, nach 3, 4, 5 Jahren mal angefangen, meine engsten Freundinnen einzuweihen und auch die gefragt, gib mir bitte Feedback, wenn ihr was bekommt, wenn ihr was riecht. Die sagen alle, ich habe noch nie was gemerkt und so weiter. Von daher tendiere ich auch ein bisschen in die Richtung, obwohl ich wehre mich immer noch, weil meine Nase gibt mir ein anderes. Ja, aber die Nase kann täuschen. Die Nase kann dir irgendwas vortäuschen. Was dagegen spricht, dass es eine Phobie ist. Ich hatte vor kurzem eine ziemlich starke Erkältung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Sprich, meine Nase war zu, ich konnte nichts riechen. Mhm. Wäre es wirklich eine reine Einbildung, dann würde ich die doch auch haben, wenn ich erkältet bin. Nein, das Gehirn ist ja ganz schlau. Das Gehirn sagt, ja, die ist jetzt erkältet. Mhm. Der kann ich das jetzt nicht vorgaukeln, weil dann glaubt es mir nicht. Mhm. Ja. Weißt du, bist du im Moment in einer Beziehung? Nein. Hast du eine gute Freundin, eine Busenfreundin? Ja. Hauche sie bitte ständig an. Oh, das kann ich nicht. Warum nicht? Das ist mir zu... Nee, wenn mir dann sagt, ja, jetzt, wo du mich anhaust, dann muss ich dir sagen, du hast recht, das wäre für mich ganz schrecklich. Ja, aber das ist ja auch schon wieder ein interessanter Punkt. Das ist dann für dich schrecklich. Warum? Das wäre doch der Beweis eigentlich. Ja, aber so habe ich ja immer noch, es hört sich echt jetzt verrückt an. Ne? Das ist verrückt, ja. Klein bisschen die Hoffnung, dass ich mir doch mehr einbilde, als das ist. Wenn du hier bei mir Studiogast wärst, ich würde dich nicht anhauen. Würde ich dich zwingen, dass du mich anhaust. Aber hallo. Nee, aber hallo. Das ist schreckliche Vorstellung. Also ich glaube, da ist hallo Psycho, ne? Da ist ganz viel Psyche im Spiel. Das mag sein, ja. Weil das, wenn ich so drunter leide, ja, ganz im Ernst, Dani, dann würde ich doch jede Chance nutzen, um mir beweisen zu lassen von jemand anderem, du hast keinen Mundgeruch und ich wäre froh. Ja, weißt du? Und was, wenn das andere rauskommt? Gut. Da traue ich mich gar nicht. Es ist ja so schon furchtbar. Ich meine, ich bin... Aber dann weißt du, dann wüsstest du zumindest, ich spinne nicht und es ist keine... Was heißt Spinne? Es ist keine Phobie. Ich bilde mir nichts ein. Oder es ist keine... Ja, es ist keine Phobie. Mhm. Dann müsste man vielleicht noch weiter organisch irgendwie suchen, obwohl du schon alles abgeklärt hast. Das ist das Problem. Also, was ich sehr bemängele, ist einfach die Tatsache, dass sich auch sehr wenig Ärzte mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Also, ich bin auch an Ärzte geraten, die mir gesagt haben, habe ich keine Ahnung von. Stimmt. Ich bin auch an Ärzte geraten, die mir gesagt haben, was wollen Sie hier? Sie sind gesund, schämen Sie sich hierher zu kommen? Jetzt mal ein bisschen übertrieben dargestellt. Mhm. Was ich sehr schlimm finde, denn es belastet mich psychisch sehr stark. Mhm. Also, es löst bis zu Depressionen aus. Deshalb finde ich, dass du, also wenn man da einigermaßen in der Lage ist, dass man da wirklich die Flucht nach vorne gehen muss, und wirklich den Beweis suchen muss, indem man wirklich sagt, hier, pass auf, du bist meine beste Freundin, dir kann ich es zumuten, bitte test es jetzt. Ich habe das Gefühl, ich bilde es mir ein, ich habe Mundgeruch, sag mir die reine Wahrheit. Mhm. Da sagst du, ich habe Angst davor, dass es vielleicht doch rauskommt, aber du hast die Chance, dass die sagt, nein, es ist völlig in Ordnung. Und du könntest dich einleveln und dich zurückfahren. Du bist da so rein, du bist ja völlig reingeschraubt in diese Idee. Ja, ich meine, im Prinzip nicht ganz so konkret, aber so in der Art ist es natürlich vorgekommen, immer dann, wenn ich in einer Beziehung war. Ich habe also in meinen langjährigen, mehreren Beziehungen habe ich das immer zum Thema gemacht. Und bist denen wahrscheinlich auf die Nerven gegangen, oder? Bin denen auch irgendwann damit auf die Nerven gegangen. Ja. Und die haben mir dann alle gesagt, mein Gott, es ist nichts, ich rieche nichts, ich küsse dich doch. Du tust immer so, als ob da alle schreiend vor dir weglaufen und so weiter. Ne? So, und jetzt und ist selbst der Punkt, das hat mir nicht geholfen. Mhm. So, ich finde... Diese faktische Abklärung muss stattfinden. So, und wenn die stattgefunden hat, dann musst du was unternehmen in Sachen Seele und Psyche. Dann ist es wirklich ein, du kennst sogar schon den Fachbegriff, dann ist es wirklich ein psychologisches Problem, was man psychologisch behandeln muss. Mhm. Aber dafür musst du wirklich 1000-prozentig sicher sein, dass es wirklich da nichts ist. Mhm. Und wenn du deinen Psychologen anhauchst hinterher. Mhm. Schwierig. Ja, aber das ist der Weg. Hm. Sonst wirst du, steigerst du dich da immer mehr rein. Hm. Und lässt dir, wer weiß was, noch operieren. Ja, ne? das könnte passieren. Weil das ist ja schon sehr abgefahren, dass man aus Angst vor Mundgeruch sich einfach mal so die Mandel operieren lässt. Ja,
Ja, die Ärztin hat mir diesen Hoffnungsschimmer gegeben und ich dachte, super, und dann ist es vorbei, dann bin ich los. Mhm. Und dann habe ich mich unters Messer gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das hat mir überhaupt nicht geholfen. Also, von meiner Seite aus, der Tipp ist klar, ne? Mhm. Du musst dich dazu zwingen, es wirklich faktisch abzuklären. Ja. Und dann, ich tendiere wirklich dazu, ich glaube, dass es ein seelisches, ein psychisches Problem ist bei dir. Mhm. Dann musst du dir da Hilfe suchen, in dieser, auf dieser Ebene, damit du in den nächsten, du hast ja schon so viele Jahre, das ist ja so eingebrannt, dieses Thema bei dir, dass du die nächsten Jahre frei davon wirst. Ja, besonders weil der tägliche Arbeit, der tägliche Alltag ist davon bestimmt, Tagesablauf so, davon bestimmt, mit diesem Gedanken im Kopf. Ja, und guck mal, wie viel Geld du für Pfefferminz ausgibst. Natürlich. Oder so. Ja, klar. Ja. Hast du eigentlich diese bezogen auf Beziehungen ist es natürlich immer, wenn neue Beziehungen in mein Leben kommen, super schwierig. Das ist auch durchaus ernst. Ich will es auch nicht runterspielen. Ich glaube, dass das eine Dimension auch schon hat bei dir, wo was jetzt auch passieren muss. Ja. Sieh mal diesen Anruf als ersten Schritt an. Mhm. In Richtung seelische Hilfe suchen. Ja. Ne? Dennoch, wenn irgendjemand Ähnliches hat, würde ich mich sehr über weitere Tipps freuen, gut, außer deinem Tipp. Gut, also wenn sich mal meldet, wir stellen den Kontakt her. Super. Dani, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Rosi, 37. Ja. Hallo Rosi. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und da ist auch noch der Ingo bei dir. Ja, genau. Ingo ist 27. Nee, 23. 23, ja. Genau. Steht hier auch. Rosi, 37, Ingo. Ja. Wer ist denn Ingo? Ja, Ingo ist mein Freund. Das ist dein Freund. Mhm, dein Geliebter. Genau. Ja, genau. Und weswegen rufst du an oder ruft ihr an? Ja, erstmal wegen dem Alter so. Das ist schon ganz schön alt und so. Ach, 37, 23. Ja, 14, ja. Du alte Frau, ne? Mit so einem jungen Knacker. Ja, und ich habe noch einen Sohn, der ist 19. Das ist natürlich lustig, ne? Da sind die Jungs fast gleichaltrig. Ja, nein, da ist schon wieder, gibt's doch gar nicht. Wir sind doch fehlen noch 4 Jahre, mein Gott. Ja, auf jeden Fall Daniel 19 und der kommt da gar nicht mit klar. Och. Nee, sehr eifersüchtig. Liegt es daran, weil Ingo so jung ist oder einfach, weil er keinen Ingo da haben will? Das weiß ich auch nicht. Das ist ja die Frage, ne? Weil er so jung ist und auch wegen seinen Kumpels so, ne? Dass er nicht gerne zeigen möchte. Vor seinem Kumpel so fahren möchte, ne? Ist der Junge, also dein Sohn, eigentlich das Hauptproblem, wenn der das Problem nicht hätte? Ja, also mein Freundin kann ich nicht mehr zu Hause einladen. Ach. Nee, hat ihn auch schon mal angegriffen. Ne? Ja, hör mal, was ist denn das für ein Sohn? Ja, ist ein netter Sohn eigentlich so. Ja, aber der hat doch eine Macke. Ja, er hat was gehört. Der hat auch was gehört, was die Leute ihm erzählt haben sollen, ne? Was der Ingo erzählt haben soll, aber da glaube ich nicht dran. Mhm. Ja, es ist ja wirklich jetzt die Frage. Ich meine, er hat das ja zu respektieren. Du bist die Mutter, du bist eine selbstständige Frau, du kannst ja aussuchen, wenn du willst. Ja. Da hat er ja nicht einzufunken als junger, erwachsener Sohn. Ja. So wie er beansprucht, dass du ihn in Ruhe lässt, was sein Leben anbelangt, muss es umgekehrt ja auch für dich gelten. Ja, eigentlich schon. Ja, deswegen würde ich mir das nicht gefallen lassen. Was soll ich machen? Ich würde mir das gar nicht gefallen lassen, dass ich würde mir von meinem Sohn nicht vorschreiben lassen. Was soll ich denn machen, wenn ihr mir sagt, entscheide dich entweder Ingo oder ich. Ja, für wen soll ich mich entscheiden? Ist wohl klar. Ja, aber das ist eine absurde Situation. Überhaupt, dass der Sohn dich vor diese Entscheidung stellt. Ja, das ist eure Wohnung, euer Haus, wo ihr wohnt. Ja, ich weiß. So, dann darfst du doch deine Leute einladen. Ja, ja. Du bist zu lasch mit dem Sohn. Nein, nur wenn er was hört irgendwie und wie bitte? Was hört er denn? Ja, er hat so gehört, dass der Ingo Scheiße rum erzählt haben soll. Was heißt Scheiße rum erzählt? Ja, man könnte mit ihm spritzen oder sowas halt, ne? Was? Er könnte aber nicht auf den Rücken? Das glaube ich nicht von ihm. Ich habe nicht verstanden, er könnte nicht? Auf den Rücken spritzen? Spritzen und sowas halt, ne? So. Das hat er gehört von anderen Leuten. Der Ingo sollte das erzählt haben. Ja? Ja, das ist eine dumme Sprüche. Wenn er einen Sohn hört über seine Mutter bei seinen Kumpels, ist das bestimmt nicht schön. Mhm. Ne? Dann ist er wütend und greift ihn an. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ja, aber dann muss er nicht erst, dann ist der erste Weg, erstmal mit der Mutter zu reden und erstmal auch mit dem Freund der Mutter zu reden und nicht Wert zu legen, was die Kumpels da irgendwie rumlabern. Ja, genau. Und im Zweifel muss er sich vor euch stellen bei den Kumpels. Ja, weißt du, das tut er nicht. Ja, aber das ist der richtige Weg. Nee, er hatte Dienstag noch Geburtstag, ne? Eine schöne Party hat er gehabt zu Hause.
mein Ex-Mann war auch noch da, haben wir schon gegessen. Und da habe ich halt Daniel auch gefragt, meinen Sohn halt gefragt, ob der irgendwo denn auch wohl noch kommen dürfte, so eine Stunde. Ne? Mhm. Und ja, aber die anderen, deine Kumpels dürfen ihn ja nicht sehen. Mhm. Ja, und dann musste ich ihn dann so in eine Küche schleusen und dann konnten wir uns so eine Stunde in die Küche unterhalten. So. Das ist absurd, Rosi, wirklich. Da lässt du zu viel Mackes mit dir machen. Ja. Nee, nicht ja. Das ist. Ja. Gib mir mal den Ingo, mal sehen, was der so von seiner Seite aus erzählt. Wir kommen gleich nochmal zusammen. Ja? Ja, gib mir den Ingo mal. Ja, okay. Mhm. Ja? Hallo Ingo. Ja, hi. Klingt ja nicht sehr schön bei euch da. Nee, das ist nicht sehr schön. Wie lange bist du mit Rosi zusammen schon? Ja, seit anderthalb Jahren. War das von Anfang an so, dass der Sohn von Rosi... Ja, er hatte schon immer was gegen mich, ne? Also richtig leiden konnte er mich noch nie. Hast du den Eindruck, dass es wirklich nur im Alter liegt oder mag er dich einfach nicht? Ja, ich denke, er ist so ziemlich eifersüchtig. Mhm. Wie hast du dich denn ihm gegenüber verhalten? Hast du versucht, das ein bisschen aufzubrechen? Oder bist du auch dann so jemand, der gleich dann auf die Barrikaden geht? Nein, das bin ich überhaupt nicht. Also ich bleib da ganz ruhig bei. Also ich hab's auch versucht, aber der hat mir abgeblockt, ne? Also war nicht oft zu Hause, wenn ich da war. Und es gab auch schon Gewalttätigkeiten. Ja, er hat mich einmal angegriffen, ja. Nachdem er das gehört hat, waren wir am Frühstücken und dann hat er mich vom Stuhl geschubbt, ne? Mhm. Wie hast du da reagiert? Ja, ich habe gar nicht reagiert, weil ich bin nicht so ein Typ, der sich dann darauf einlässt. Also von deiner Seite aus ist da noch nie irgendwas Gewalttätiges dann zurückgegangen? Nein, auf keinen Fall. Und du hast auch versucht, irgendwie mit ihm zu reden, was im Rahmen dessen, was du machen kannst, möglich ist? Ja, danach nicht mehr so. Ne? Also ja. Er grüßt mich auch nicht mehr und... Mhm. Also unter guten Umständen wäre das ja eigentlich eine nette Konstellation. Ihr seid gar nicht so weit auseinander. Ihr könntet euch ja, wenn alles gut laufen würde, unter Umständen prächtig verstehen, ne? Könnte man, ja, richtig. Mhm. Also ich kann jetzt dein Verhalten natürlich nicht beurteilen, wie du dich da verhältst. Aber das, was Rosi mir gerade erzählt hat, klingt für mich schon so, dass der Sohn die Hauptschuld trägt. Und dass Rosi sich da zu viel auf der Nase rumtanzen lässt. Denn das geht ihm nichts an, was Rosi in ihrem Leben macht. Nein, das ist richtig. Ne? Das ist ihr Leben und du bist ihr Freund und da hat er gar nicht reinzupfeifen. Eigentlich nicht, aber sie kann ja auch da nicht sagen, ich lasse jetzt Ingo rollen und was mit ihr ist, ist mir egal. Ist klar. Für sie ist es eine schwierige Situation. Ich finde, du... Mach es so weiter, wie du es gerade beschrieben hast. Sei freundlich, sei sachlich, halte dich zurück und versuche, wenn es mal nochmal irgendwie möglich sein sollte, versuch freundlich mit ihm zu reden. Such das Gespräch nochmal. Mhm. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Die Hauptakteurin in dem Spiel ist aber die Rosi, finde ich. Ja. Deswegen gib sie mir nochmal, bitte. Ja, mach ich. Mhm. Ja, hallo. Hast du mitgehört, Rosi? Ja, nicht, was du gesagt hast. Ja, also ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich finde, dass der Ingo muss sich ordentlich verhalten deinem Sohn gegenüber. Mhm. Hat er aber auch getan, ne? Ja, mhm. Auf jeden Fall. So, und er soll auch, wenn es irgendwie geht, nochmal versuchen, er ist auch der Ältere, das Gespräch zu suchen. Mhm. So, das ist sein Part. Aber der Haupthandlungsstrang liegt bei dir. Ja, aber nicht bei mir. Aber was soll ich denn machen? Wenn mein Sohn mir doch sagt, ich soll mich entscheiden zwischen meinem Freund nein, und meinem Sohn. Nein, der hat überhaupt nicht dich vor diese Alternative zu stellen. Ja. Der hat zu akzeptieren, ja, was... Aber was wäre es, wenn er das machen würde? Dann soll er die Wohnung verlassen. Nee. Doch. Nein. Ja, willst du dich so erpressen lassen von deinem Sohn? Der kommt schon wieder, wenn du es ihm sachlich erklärst. Pass mal auf, Junge, ich liebe dich über alles, aber... Das ist ja mein Leben, das hast du zu respektieren. Ich sage dir auch nicht, entweder deine Freundin oder du. Mhm. Weißt du? So harte Maßnahmen. Du schreibst ihm auch nicht vor, mit wem er zusammen sein soll. Ja, er kann das Gerede wohl nicht haben zwischen den Kumpels, ne? Dann muss er es aushalten, dann muss er sich davor die Mutter stellen. Mhm. Was ist denn das für ein Weichei? Nein, eigentlich nicht. Ja, aber eigentlich schon. Ich find's schon beschämend. Ja. Also, die Sendung ist rum. Ja, okay. Du musst was machen, Rosi. Ja, okay, besten Dank, Domian. Alles Gute. Tschüss. Ja, gut, danke. Tschüss. So, meine Lieben, diese Woche ist vorbei. Unsere Sendewoche ist vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Leuten,
bei Uli Kapp, Wolfram Zwickowski, Jan Hölz, Gunnel Blendin, Christian Part, Pamela Koppay, Corinna Mindermann, Ecke Büchter und Jan Grefel zu Baringdorf. Morgen sind wir nicht da, aber in der Nacht von Montag auf Dienstag dann wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent und sage Tschüss und Bye-bye bis Montag.